Die haben wir dann auf jeden Fall. Ja, also wir haben ja schon einiges über den Fernsehrat gehört. Er soll die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Ich denke, wenn man sich die aktuellen Mitglieder des ZDF-Fernsehrates anschaut, Umweltschutz, Landwirtschaft, Kultur, Musik, Medien, Gewerkschaften, Religionsvertreterinnen, also über Vielfalt kann man da durchaus schon sprechen. Die Vielfalt, die hier die Interessen der Zuschauerinnen vertreten soll. Natürlich läuft dabei auch nicht immer alles rund. Natürlich gibt es auch Kritik an der Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates schon seit vielen Jahren immer wieder. Und das auch gut so, dass wir das fortlaufend diskutieren. Nach wie vor die Frage, reicht es eigentlich ein Drittel der Mitglieder staatsfern? Ist das genug oder müsste man da die Quote nicht sogar noch weiter absenken? Dann natürlich das Thema der Parteienvertreterinnen. Natürlich ist es oft so, dass quasi durch die Hintertür dann eben doch Parteienvertreterinnen einer anderen Rolle über andere Organisationen dann in den ZDF-Fernsehrat kommen, auch etwas, was man durchaus im Blick haben muss. Und ich habe es mir heute auch noch mal angeguckt, die einzelnen Mitglieder. Was natürlich auch nicht stimmt, ist die Frauenquote in diesem Gremium. Also auch da gibt es deutlich Luft nach oben. Deshalb erfreut mich natürlich sozusagen der Entsendevorschlag, auch wenn er logisch ist, der Landesregierung in Bezug auf den Chef der Staatskanzlei. Vorher war es ja Frau Martin, jetzt Herr Dr. Goye, der sicherlich einen guten Job im ZDF-Fernsehrat machen wird. Aber auch da tun wir erstmal nichts Gutes für die Frauenquote. Dann das Thema Transparenz, auch etwas, was im Zusammenhang mit dem ZDF-Fernsehrat immer mal wieder diskutiert wird. Wie transparent ist eigentlich die Arbeit? Die Ausschüsse tagen ja ähnlich und dann gibt es ja noch diese Freundeskreise. Die Ausschüsse tagen ja so wie bei uns auch nicht öffentlich. Die Sitzung an sich ist dann zwar öffentlich, aber den Unterschied zwischen den Räumen, die nicht öffentlich sind, in denen Dinge wirklich ausdiskutiert werden und dann dem eigentlichen Plenum, sag ich mal, in dem dann öffentlich diskutiert wird, die Unterschiede kennen wir aus eigener Erfahrung ja auch ganz gut. Und wenn man die Sitzungen schon nicht öffentlich belässt, der Ausschüsse, dann sollte man wenigstens dazu beitragen, dass die Sitzungen des Fernsehrates noch transparenter werden, sowohl was die Nachvollziehbarkeit der Unterlagen angeht, als auch beispielsweise mal eine Übertragung per Livestream zu diskutieren. So, ich glaube, das Thema Transparenz ist etwas, was uns weiter noch begleiten wird, eben auch damit die Beitragszahlerinnen noch besser bewerten können, fühle ich mich durch das Gremium ja eigentlich vertreten, habe ich das Gefühl, dass meine Interessen vertreten werden, eine Diskussion, die wir noch führen werden. Nun könnte man natürlich fragen, warum Mecklenburg-Vorpommern als Vertreterin bürgerschaftlichen Engagements, auch ein sehr breites Feld, bürgerschaftliches Engagement, nun eine Person aus dem Wirkungskreis der Wohlfahrtsverbände entsendet, wenn ja aber im ZDF-Fernsehrat über andere Wege schon Vertreterinnen und Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände sitzen, auch ganz unabhängig von unserer Entscheidung. Aber, und das ist was, was wir auch diskutiert haben, der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommern vereint eben auch nochmal Akteure, die nicht im Fernsehrat vertreten sind, lichtet hier doch ein sehr breites Bündnis unter seinem Dach ab, mehr als 200 gemeinnützige Organisationen und Selbsthilfegruppen, auch aus Bereichen, die aktuell im Fernsehrat eben nicht sind. Und deshalb werden wir dem Vorschlag auch zustimmen, möchte mir aber im Namen meiner Fraktion dann doch noch mal wünschen, dass der Paritätische vielleicht eine Frau entsendet und mit Blick auf den Altersdurchschnitt im ZDF-Fernsehrat vielleicht auch eine jüngere Frau findet. Denn der Fernsehrat muss sich ja auch mit ganz aktuellen Themen und Herausforderungen im Bereich Digitalisierung und Co. auseinandersetzen, Intermediäre und so weiter. Und da wäre ein bisschen jüngeres Blut, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Abschließend zur AfD. Darf ich dann jetzt auch kurz darauf reagieren. Es ist natürlich bitter, immer wieder das Gleiche. Also letztlich haben Sie den Unmut und den Rundfunkbeitrag bemühen Sie ja schon sehr lange, immer wieder als Argumentationsgrundlage hier den Unmut über den Beitrag und diese Gebühr haben Sie schon immer zu einer Zwangsgebühr stilisiert und dann in der Sprache die Zwangsgebühr noch zusammengeworfen mit Altparteien, die ja angeblich Deutschlands größtes Hindernis wären, dann noch die Lügenpresse dazu und schon war die Verschwörung fertig. Eine schöne polarisierende Debattensuppe, in der sich dann alle, die sich über die Gebühr vielleicht ärgern oder die unzufrieden mit ihrem Leben und ihrer Arbeit sind, dann zu Hause fühlen dürfen. Das ist doch sehr durchschaubar und immer wieder die gleiche Rhetorik. Sie haben es ja heute auch wieder bewiesen.
Für uns Demokratinnen und Demokraten im Rest des Saals ist das letztlich einfach nochmal ein Grund mehr, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken, damit er auch in Zukunft rechtsextremen Blendern die Maske vom Gesicht reißen kann. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.